In dieser Hütte, da blinkt es tatsächlich, ist hier noch ein Geocache. Den will ich natürlich mitnehmen. 4 von 15 erst. Müssen wir also noch ein bisschen suchen. Jetzt noch mal einen Blick werfen, sonst ist hier unten nichts mehr. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen weiter rauf. Noch mal einen Blick auf die Karte werfen. Also hier oben haben wir jetzt alles. Aber hier gibt es noch einige Sachen zu entdecken. Und hier vorne auch noch. Also wir müssen, und wir müssen natürlich zurück zu Roth, da müsste hier sein. Aber wir haben immer noch als Aufgabe, erklimmen Sie den Wasserfall. Dann tun wir das natürlich auch. Wir sind da ja schon ein bisschen pflichtbewusst hier. Und dann sollen wir einen Notsignal noch sagen. Oh, oh, oh. Der ganze Schiss sieht nicht wirklich sehr stabil aus. Und was sag ich's noch? Scheiße. Ja, so viel zur Brücke. Alter Vater. Lara, bist du da? Ja, alles super. Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Das alles noch bei diesem Dreckwetter. So, jetzt sind wir aber auf diesem Weg und ich wollte eigentlich hier hin. Hier ist nämlich noch eine Reliquie und noch andere Sachen. Na gut. Wir sollen einen Bunker finden. Hier ist die Schatzkarte, die haben wir ja in der Höhle gefunden. Da sollen wir hin. Na gut. Wir machen einfach mal mit. Scheiße. Die haben uns natürlich gleich wieder gesehen. Das muss alles nicht sein. Wow. Meinen habe ich erstmal ein bisschen Feuer unterm Arsch gemacht. Hau ab. Wir können uns derzeit nur ein bisschen... so unsere Haut wehren. Wir sind noch nicht wirklich fit. Ich habe gedacht, ich nutze auch mal die Pistole. Wir müssen uns ja nicht immer nur hier auf den Bogen verlassen. Vor allem nicht, wenn es schnell gehen muss. Hier hängt noch was. Bergungsgut. Wir haben wieder 650. Da können wir ja schon wieder ganz gut was knacken lassen. So, was ist das hier für eine Höhle? Ich mach die Fackel aus. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier gleich die Party abgeht. Ich nehme mal die Pistole. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke.
Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen das. Ja, nur ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf dich. Ja, das war jetzt eine etwas längere Cutscene, aber so erfahren wir ein bisschen was über die Hintergründe. Und in der Tat hat Lara, ja, den Camcorder immer noch dabei. Und Ross scheint ja so etwas wie ein Vaterersatz für sie zu sein. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier gucken. Mit 2 Fähigkeitspunkte, dann wollen wir jetzt hier erstmal ein bisschen in den Bäumen hinabsteigen. Wir haben nämlich jetzt hier Überleben, wir haben Jäger und wir haben auch Kämpfer-Upgrades und das wird jetzt... Ich denke, Pfeile wiederfinden haben wir ja. Sicherer Schuss ist nicht schlecht. Aber natürlich auch hier Schmerztoleranz. Die Schmerztoleranz nehme ich erstmal, da können wir mehr Schaden einstecken. Und Dirty Tricks ist jetzt nicht wirklich so mein Favorite erstmal, aber was wir auf jeden Fall haben wollen ist, wir essen mehr Munition oder mehr Munition nehmen wir als nächstes. Sicherer Schuss. Können wir mit dem Bogen länger anvisieren. Nehmen wir definitiv auch mit. So, schnelle Reise können wir auch machen. Dann können wir die Pistole ein bisschen upgraden. Und zwar, was haben wir hier? Ein Salvenmodus? Ne, Schnellfeuermodus. Können wir schneller hintereinander. Die Rücklaufbremse, dann ist gesperrt. Was haben wir hier? Belüfteter Schlitten. Bisschen erhöhte Präzision ist immer gut. Ich möchte ja möglichst wenig schießen oder wenige Kugeln abgeben. Erweitertes Magazin. Ich will sowieso alle Waffen maximal upgraden, von daher können wir das ruhig machen. Und hier machen wir noch mehr Präzision mit der Rücklaufbremse. So. So, und hier hinten habe ich auch schon was entdeckt. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, eine japanische Münze mit dem typischen Loch. Das haben japanische Münzen, glaube ich, heute noch. So, jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn noch so? Wir können jetzt mal kurz hier unseren Instinkt aktivieren. Jetzt sehen wir hier auf jeden Fall noch Munition liegen. Da unten sind wir gekommen. Da vorne sollen wir hin. Da blinkt was und da ist einer.
In der Höhle scheinen die zu sein. Und die da vorne. Da so einen schönen Scheinwerfer da vorne. Der wäre ausgeschaltet. Jetzt muss man gucken, wie wir diesem blöden Lichtkegel ein bisschen entgehen können. Vielleicht können wir da hinten eine Ablenkung starten. Nee. So, da steht noch einer, zwei. Der Typ da oben mit seinem Scheinwerfer geht mir ein bisschen auf den Nerv. Das ist nur ein Skelett. Okay. So, einer am Feuer, einer an der anderen Mülltonne, der schweißt irgendwas und hier links trinkt einer. Einer. Zwei. Drei. Okay, und jetzt noch den Typ am Scheinwerfer, dann haben wir es. Komm, schau rüber. Ich krieg ihn nicht ins Ziel. Scheiße. Komm, leuchte weg. Noch ein bisschen Munition. Vielleicht von der Mauer aus da vorne. Und da leuchtet er aber hin. Komm. Dreh das Ding. Keine Chance. Scheiße, scheiße. Ja, um das Plündern hier müssen wir uns wahrscheinlich bei Zeiten kümmern. Da sitzt auch noch einer. Scheint alleine zu sein. Schauen, ob hier noch einer ist irgendwo. Da oben geht's. Geht's hoch. Natürlich jetzt in ziemlich exponierter Position. Wir können auch diese blöden Mülltonnen nicht löschen hier. Die typische Pennertonne. So, da vorne sehe ich schon Schatten. Ruhig, Lara. Ganz ruhig. Jetzt gehen wir ein bisschen hier. Wo sind die denn? Kommen die noch? Da. Und Ruhe. Oh, die haben hier sogar ein was schwereres Geschütz stehen. Was wollen die denn hier beschützen? Scheiße, da drüben geht's ja noch mal weiter. Sind auch noch zwei. Gucken, dass wir da möglichst ungesehen wegkommen. Ich möchte hier noch was nehmen. Denn hier? Nein, hier. Hier ist noch was. Das wollen wir natürlich mitnehmen. Eine Münze der Edo-Periode, geprägt im späten 17. Jahrhundert. Könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Ja, das war dann die zweite Bronzemünze. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da drüben die zwei Typen ausgeschaltet kriegen. Einer steht da, einer kommt da. Der läuft natürlich gerade da rum.
wenn der das nächste Mal weggeht. Machen wir jetzt ihn weg. Und tschüss.